Tag zusammen. Glück auf, Ahoi, Schalömchen und Moin mal wieder. Potananda and Friends sind wieder unterwegs für euch. Rund um den Langenberger Sendemast. Und haben direkt, erst einmal vor lauter Quatscherei, den Track ein bisschen verpeilt. Sind jetzt wieder voll auf Spur. Und genießen natürlich erstmal den Aufstieg. Ansonsten ist der Weg super bisher. Jawohl, und da sind wir wieder auf dem Neanderlandsteig. Und zwar befinden wir uns hier auf der Entdeckerschleife des Senderbergs und Kletterwald. Sehr, sehr schön. Ich freue mich immer wieder, auch mal bekanntere Wege zu entdecken. Also wirklich schön. Und auch für unsere Sicherheit ist gesorgt. Im Notfall kann man dir den Standort durchgeben. Finde ich sehr, sehr sinnvoll. Richtig gut. Hey, ich dachte, ihr nehmt Anlauf und springt da drüber. Ja, sicher. Da lege ich mich voll auf den Fresser. Da muss ich nicht arbeiten gehen. Dann ist die Tour genau jetzt hier vorbei. Extra ein Hindernis. Wie nennt man das? Ist das der Ochser? Nein, das ist ein Steilsprung. Siehste. Boah, ja, wir sind ganz schön am Kämpfen. Oh. Der Martin da oben. Ja, und? Mütze? Schon durchgeschwitzt. Jo, kann man sagen, ist getragen, ne? So, da sind wir doch angekommen. Jede Mühe ist allein dieser Ausblick hier wert. Wunderbar, richtig, richtig traumhaft. Ganz, ganz schön. Abwechslungsreicher, schöner Weg. Immer wieder mit wundervollem Panorama. Vor allen Dingen sehr, sehr ruhig. Also eine Entdeckerschleife des Neanderlandsteigs. Sehr, sehr zu empfehlen. Ganz toll. So, und hier kreuzen sich die Wege vom Neanderlandsteig. Und zwar einmal die Entdeckerschleife Senderberg und Kletterwald und Gustav-Heinemann-Weg. Und ein wichtiger Hinweis, Kinderstube des Wildes. Halte deinen Hund an der Leine und bleib auf den Wegen. Ehrensache. Wieder mal ein 1A-Panorama. Panorama Making of. Wunderschönes Hinweisschild. Radfahrer langsam fahren. Bitte langsam fahren. Hunde anleinen. Schreckhafte Rinder. Und da sind sie, die wunderschönen Tiere. Das ist hier insgesamt sehr, sehr prachtvoll. Man hat wirklich das Gefühl, bei seinem Sonntagsausflug hunderte Kilometer von zu Hause weg zu sein, und es stellt sich unweigerlich ein Urlaubsfeeling ein. Das ist wirklich unglaublich schön. Jetzt sind wir auch schon wieder fast am Ende unseres Rundwanderwegs.
auch gleich wieder am Sendemast. Das ist insgesamt ein unglaublich malerischer Weg hier. Durch Wald, über Feld. Ah, absolutes Urlaubsfeeling. Das ist Ruhrpott-Allgäu, wie es schöner nicht sein kann. Wahnsinnspanorama. Ah, schön durchatmen an einer wunderschönen Schutzhütte mit prachtvollem Blick ins Tal hier. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Was haben wir denn hier? Ein Felsstein. Posten auf Facebook. Ich lege ihn wieder zurück. Und da sind wir auch schon wieder am Ende unserer kleinen Tour. Und richtig gut abgepasst, denn 2-3 Tropfen fallen vom Himmel. Das macht uns gar nicht viel. Wir haben das wirklich sehr, sehr genossen. Das ist eine ganz, ganz tolle Tour, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und jetzt hier gerade eben hier oben am Bismarckturm. Ja, das ist natürlich Corona-bedingt alles so ein kleines bisschen eingeschränkt und die Wege, wie soll man sagen, vorgegeben. Ich glaube, das lässt sich anders nicht bewerkstelligen. Ich denke, wenn das irgendwann mal sich ein kleines bisschen normalisiert, dann ist das ja auch ein ganz, ganz toller Aussichtsort. Ich sag mal so, das hat sehr gut getan. Wir hatten einen sehr schönen Sonntag. Empfehlen das weiter. Bis bald, euer Strömi von Potternander. Bleibt gesund und vor allen Dingen neugierig. Tschüss!